Dann sage ich Hallo zusammen und danke für das Interesse an dieser Session heute zur Arbeit mit Geodaten. Ich bin der Matthias, ich arbeite bei der Industrie- und Handelskammer, leite da den Bereich Innovation. Das ist aber nur einer meiner vielen Jobs. Mit dem Tobias, der hier hinter der Kamera sitzt, werden wir einen Coworking Space aufbauen in Augsburg. Der wird dann ab dem Sommer nächsten Jahres live gehen draußen an der Uni. Wir haben auch draußen einen Stand, wenn ihr euch da informieren wollt, was es da für euch dann im Bereich der Community Neues geben wird. Wir bauen da eine große Geschichte auf. Aber heute soll es um Geodaten gehen. Und es ist ein guter Anknüpfungspunkt an das letzte Referat. Wir haben gehört, es gibt immer Alternativen und wir waren irgendwann gefragt, in der IHK ein Geoinformationssystem einzuführen und das nicht nur bei uns, sondern in den allen bayerischen IHKs, das sind 9 Stück. Und wir haben irgendwann geschätzt, was würde uns das allein an Lizenzkosten kosten und das war einfach ein immenser Betrag. Dann haben wir uns nach Alternativen umgesehen. Ich habe mich sehr stark für das, was ich heute zeige, für QGIS eingesetzt. Und ich bin zu dem Thema schon auskunftsfähig, aber ihr müsst wissen, dass ich auch nur ein Anwender bin. Also ich bin im Bereich Programmieren sicher nicht der Beste oder bin da ganz, ganz am Anfang, sage ich mal so. Worum geht es also heute? Ich mag ein bisschen zeigen, allgemeine Informationen, was ist ein Geoinformationssystem, wie sieht die Oberfläche aus. Ich werde auch nachher ein kleines Tutorial zeigen. Ich habe Visitenkarten dabei, ich schicke euch gerne auch die PDFs zu, ich schicke euch auch die Daten zu, die ich heute habe. Dann könnt ihr selber zu Hause die Geschichte einfach ausprobieren. Zeigt ein bisschen die Funktionalitäten, zeigt die zwei wesentlichen Datentypen, die es in Geoinformationssystemen gibt. Beide haben Vor- und Nachteile. Man muss ein bisschen seinen Use Case angucken, muss sich dann entscheiden und es gibt natürlich immer Anhänger des einen und des anderen. Ich werde auch nachher sagen, was so mein Favorite ist. Dann gibt es die Bestandteile. Und dann mag ich was sagen zu Open Data, das ist mir ganz wichtig, das ist eine gute Geschichte. Da ist Augsburg zum Beispiel noch nicht so ganz weit vorne, aber es gibt tolle Städte wie Hamburg, Wien, die da prima Sachen machen im Bereich Open Data. Dann haben wir einen Mitbewerber, sage ich jetzt mal, das ist ArcGIS, das ist der Marktführer. Teure Software, sehr mächtige Software, kann alles, aber kostet halt auch einen Haufen Geld. Und ich zeige noch ein paar Nutzungsbeispiele, was wir damit machen. Was kann also so ein Geoinformationssystem? Es ist einfach ein Software-Tool, das ist Open Source ist und was das bedeutet, das muss ich hier in dem Kreis sicher nicht sagen, aber diesen Vortrag, den muss ich auch an anderen Stellen mal halten, um Leute zu überzeugen. Und es geht einfach darum, dass wir räumliche Daten bearbeiten, erfassen, betrachten können und natürlich auch damit rechnen können. Es ist verfügbar für fast alle Betriebssysteme und es ist nach meinem Dafürhalten die beste GIS-Alternative auf dem Markt. So sieht die Oberfläche aus, wenn ihr euch das Programm dann runtergeladen habt. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr euch es runterladet, dann fragt ihr, ob ihr Beispieldatensätze haben wollt. Installiert die gleich mit. Das ist dann nämlich einfach zu haben. Das geht mit ein paar Mausklicks, ein paar Checkboxen. Dann habt ihr Daten gleich auf eurem Rechner, weil ganz viele Tutorials im Internet auf diesen Daten aufbauen. Es funktioniert im Grunde. Es ist also wirklich eine schöne Oberfläche, sie ist einfach gehalten. Man hat hier immer sein Kartenfenster, wo die Daten visualisiert werden. Man hat hier seine sogenannten Layers. Wenn jemand mit Photoshop vertraut ist, da ist es ja auch so, dass man in verschiedenen Ebenen arbeitet. Was man nach oben zieht, wird auch oben angezeigt. So kann man die Visualisierung verbessern, kann einzelne Layer ein- und ausblenden, auch wenn sie dann schon geladen sind. Hat hier unten mal seinen Rechner, wo die ganzen Daten liegen können. Und hat hier unten eine Statusleiste, wenn ich eine Berechnung mache, die ein bisschen intensiver ist, dann ist es einfach dieser Balken, der von links nach rechts verläuft, wenn quasi die Berechnung abgeschlossen ist. Und man hat hier unten noch Informationen darüber, in welchem Koordinatensystem man sich bewegt. Das ist am Anfang eine tricky Geschichte mit den Koordinatensystemen, man wird aber im Laufe der Zeit reinkommen. Die Funktionalitäten nochmal ganz kurz. Und was an QGIS ganz schön ist, es gibt Plugins dafür. Es gibt im Moment über 700 stabile Plugins. Es gibt zwei Bereiche. Es gibt eines für experimentelle. Da, worst case, was passieren kann, ist, dass es nicht funktioniert. Und dann schmeißt man das Plugin wieder raus. Aber ansonsten gibt es wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr stabile Plugins. Und wenn Plugins sich sehr gut schlagen, werden sie auch irgendwann in die Hauptsoftware übernommen. Die zwei wichtigsten Daten, mit denen man in GIS arbeitet, sind Vektordaten und Rasterdaten. Das kennt man auch von Bildverarbeitungssoftware, also Vektordaten beispielsweise wären so Geschichten wie Inkscape und das wäre eher so die GIMP-Welt, so kann man das glaube ich zusammenfassen. Bei den Vektordaten gibt es drei sogenannte Typologien, das sind Punkte, das sind also Städte, sagen wir mal auf Karten, dann haben wir die Linien. Da funktionieren halt Straßen, Schienennetze ganz gut damit und es gibt Flächen.
Jetzt kann man sich vorstellen, was das Schöne ist an Vektordaten, wenn ich sie habe. Ich kann mit wenigen Mausklicks sehr, sehr gute Berechnungen machen. Das heißt, wenn ich das komplette Schienennetz, sagen wir die USA, mir darstelle, dann kostet es mich wenig Klicks zu sagen, wie ist die Gesamtlänge oder wie ist die räumliche Ausdehnung. Das funktioniert mit Vektordaten sehr, sehr gut. Funktioniert mit Rasterdaten nicht so gut. Rasterdaten kommen eher aus der Erd- und Fernerkundung. Das heißt, wir können uns gut Verteilungen anschauen. Wir können uns auf jeden Fall auf der rechten Seite, wir können auch mit diesen Daten rechnen. Eine Aufgabe im Studium zum Beispiel, die wir mal hatten, war die, eine Aussage zu treffen innerhalb von einer Stunde, wie es mit der Waldgesundheit in Deutschland bestellt ist. Und dann geht man einfach ganz rudimentär davon aus, grüne Farbtöne bedeuten gesunder Wald, braune Farbtöne bedeuten kranker Wald. Und dann rechnet man sich einfach aus, wie viele Rasterpixel sind eher grün und wie viele davon sind eher braun. Und dann kann ich eine ganz einfache Aussage darüber treffen, wie das funktioniert. Was man wissen muss, Rasterdaten sind eine viel, viel größere Beanspruchung auch für den Rechner. Vektordaten funktionieren auf Laptops sehr, sehr gut. Bei Rasterdaten ist meistens dann schon ein Rechner mit ein bisschen mehr Performance notwendig. Und hier einfach mal von oben nach unten. Wir haben oben die Rastergrafik, so sieht die aus. Wir haben die Vektorgrafik, die den Vorteil hat, wenn ich reinzoome, dass sie immer unendlich genau ist. Ich habe diesen Pixeleffekt wie bei Rasterdaten an der Stelle nicht. Die Bestandteile von so einem GIS, das macht man immer so, ist natürlich die digitalen Daten, die ich entweder selbst erfasse, über GPS oder über die Vermessung, oder aber durch den Download. Es gibt unheimlich viele Angebote inzwischen zum Download, beispielsweise wenn man sich ein Rennradmagazin kauft, und da sind die schönsten Strecken Deutschlands drin, dann kann ich mir das auch als GPS-Track runterladen, könnte es mir hier erstmal visualisieren. Oder was zum Beispiel zwei Standards sind, die sich gut durchsetzen, das ist sogenanntes WFS, steht für Web Feature Service, und WMS steht dann nochmal für die Datenanbindung für den Meta-Service. Ein Anwendungsbeispiel könnte sein, baue mir eine Karte, die alle öffentlichen Schulen und Universitäten darstellt in ganz Bayern, dann suche ich mir ein sogenanntes WFS dazu, und es gibt gute Stellen in Bayern, die sowas anbieten, und ich habe einen Klick gemacht und habe eine Verteilung aller Hochschulen und öffentlicher Schulen in Bayern, sagen wir mal in 10 Minuten, wenn ich die Suche noch einkalkuliere und die Visualisierung, dann habe ich das dargestellt. QGIS ist per se ein Programm, das sehr stabil läuft. Da muss man wirklich eine Lanze dafür brechen und das auch immer sich dynamischer entwickelt. Wir sind im Moment bei Version 3.0. Als ich es kennengelernt habe, war man bei 1.3 und der Fortschritt ist wirklich immens, der sich da tut in dem Bereich. Eine kurze Gegenüberstellung zum Marktführer, sage ich mal, von Esri. Wir müssen damit rechnen, wenn man sich Esri kaufen würde. Hochschulen sind ein bisschen privilegiert, die kriegen es billiger, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Ingenieurbüro wäre, möchte mir die Software kaufen, dann muss ich mit Lizenzkosten von bis zu 6.000 Euro im Jahr rechnen, wohingegen QGIS natürlich frei ist. Wo ist jetzt aber der große Nachteil oder wo ist QGIS noch nicht so weit wie ArcGIS, dann muss man durchaus sagen, dass die Kartografie bei Esri schon noch Vorteile hat. Also wenn es richtig darum geht, richtig Hochglanz Karten zu erstellen, die wirklich allerhöchsten Ansprüchen genügen, dann ist Esri eigentlich schon die Wahl der Stunde. Wir haben hier bei OpenData folgende Geschichte. Wenn man sich vorstellt, wie funktioniert eigentlich heute ein Verkehrsnetz in einer Stadt wie Augsburg, dann wurde das irgendwann mal geplant. Wir gehen davon aus, hier sind die Siedlungen, hier wohnen so viele Menschen. Und dann bleibt es ja erstmal so. Ja, die ganzen Investitionen dafür sind versunken. Beim Bus hat man noch ein paar mehr Möglichkeiten. In vielen Städten macht sich die Community Gedanken, ist eigentlich das Netz, wie es heute ist, das ideale Netz. Und dann gehen die Städte her, stellen Daten online darüber, wo wie viele Menschen zusteigen. Das sind die Leute in den Trams, die manchmal Zählungen machen. Und wir stellen Daten zur Verfügung, wo wohnen eigentlich wie viele Menschen. Und wenn es dann eine Community gibt, die daran entwickelt, dann gibt es sicherlich eine bessere Lösung, wie der 41er-Bus heute fahren sollte, wenn diese Linie neu entstehen würde, weil natürlich Städte sich dynamisch entwickeln. Wir haben Points of Interest, wir haben Umweltdaten, im Moment ein super Thema durch den ganzen Dieselskandal und natürlich Statistiken. Sehe immer super, wenn eine Stadt was zur Verfügung stellt. Wie gesagt, Augsburg hat noch nichts. Nach meinem Dafürhalten ist Wien in Österreich auf jeden Fall eines der besten Quellen, um sich das mal anzuschauen. Die haben so gut wie alles darin. Dann bringe ich ein paar Beispiele für Anwendungen. Das erste Beispiel ist eines, das zeigt Nordamerika und Verflechtungen
aus dem Flugverkehr. Wenn man zum Beispiel wissen möchte, wie ist eigentlich die Flugbewegung auf einen Punkt, wie schaut es aus, wo wird viel gefahren, wo wird wenig gefahren oder geflogen jetzt in diesem Falle, dann ist es natürlich über ein Excel-Sheet kaum zu visualisieren. Und wenn ich das in so eine Karte bringe, dann habe ich auf jeden Fall auf einen Blick eine gute Aussagekraft. Das lässt sich in Präsentationen exzellent vermarkten, wenn man sowas kriegt. Und es ist wirklich auch kein großer Aufwand. Ich werde nachher ein etwas einfaches Beispiel zeigen. Aber jemand, der sich damit beschäftigt hat, wer diese Daten hat, der kriegt sowas in 5 Minuten, würde ich mal sagen, auf die Strecke. Man kann Verteilungen sehr gut analysieren. Hier ist es jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der Ökologie und da geht es um Bäume und um Baumarten und um das Alter dieser Bäume. Das kann man auch wunderbar visualisieren. Also da steckt man auch, sage ich jetzt mal, hinter den Funktionalitäten von Excel und Diagrammen mit QGIS nicht sehr weit zurück. Bei der Kartendarstellung, das ist so die Layout-Funktion. Alles, was eine Karte ausmacht, ich brauche einen Maßstab, ich brauche Gitternetzlinien, ich brauche einen Nordpfeil, das sind alles natürlich die Basics, aber das funktioniert wirklich sehr gut, gerade diese Kartografiefunktion, sie ist noch nicht so gut wie bei Esri, aber sie hat sich seit der Version 1.7 wirklich, sag mal, um den Faktor 3 schon verbessert. Das ist auch das Thema von den sogenannten Projektionen, immer die Projektion, die ich ausgewählt habe. Nicht jede Projektion ist ideal für jeden Teil der Erde, den ich darstellen mag. Das ist zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, wo ich auch zeigen kann, wo befinde ich mich auf der Welt. Das ist quasi der rote Bereich hier oben. Und dann habe ich hier nochmal den feineren Ausschnitt dazu. Was eine interessante Funktionalität ist, das sind solche thematischen Karten. Wenn ich mir die Daten reingeladen habe, sowas werden wir nachher auch machen, dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze als SVG zu exportieren. Und das bietet dann wiederum sehr viele Möglichkeiten in Inkscape, diese Karte noch weiter aufzuhübschen. Und es ist auch möglich, diese Karte natürlich zu exportieren, dass sie in Web-Anwendungen sehr, sehr gut läuft. Eine Geschichte, die ich total gut finde, sind sogenannte Heatmaps. Das heißt, man kann sich interpolieren lassen, wie sind eigentlich Verteilungen. Das ist, wenn ich es richtig weiß, ein Beispiel, wo es um das Thema Kriminalität in Städten. Also wenn ich zeigen will, sagen wir mal in einem Reiseführer, ich fliege in eine Stadt, die nicht allzu sicher ist, nach Rio de Janeiro, dann wäre ja so eine Karte, wo die meisten Gewalttaten passieren, eigentlich Gold wert. Dann weiß ich ganz genau, okay, wenn ich einen schönen Urlaub haben will, dann mache ich, glaube ich, um diese Viertel einen Bogen rum und alles ist gut. Was auch noch so ein kleines Thema ist, ist die sogenannte Georeferenzierung, gerade wenn ich mit mehreren Layern arbeite. Wir haben hier unten drin einen OpenStreetMap-Layer und oben drüber ein Luftbild. Und wenn ich es schaffen will, dass beide exakt deckungsgleich sind, dann muss ich 3 Punkte, man kann es glaube ich sehen, 3 rote Punkte sind drin, muss ich identifizieren, die in beiden Layern gleich sind. Und so kann ich Karten, die unterschiedlichen Ursprungs sind oder aus unterschiedlichen Koordinatensystemen, perfekt übereinander schneiden. Die nächste Folie zeigt ein sogenanntes DEM, steht für Digital Elevation Model. Das ist dann eher so für die, ja, sagen wir mal, Berechnung von Naturkatastrophen, ein extrem hilfreiches Tool. Die Münchner Rückversicherung als großes Beispiel hat eine eigene Abteilung, wo nur solche Analysen laufen. Da ist dann die Fragestellung, wir haben 2 Wochen Dauerregen, mit welchen Überschwemmungen müssen wir rechnen und was kostet uns das? Und diese Abteilung, die hat es vor 10 Jahren fast gar nicht gegeben, beschäftigt heute 20 Leute, die nur solche Analysen machen. Da muss man über das Flusssystem gewisse Kenntnisse haben, man muss Kenntnisse darüber haben, wie die Bodenart beschaffen ist und dann kann ich sämtliche Arten von Niederschlägen oder Unwettereinflüssen einfach modellieren. Kommen wir noch zu den Anwendungen bei uns im Haus, warum es uns wichtig war. Wir sind als IHK ein Träger öffentlicher Belange. Das bedeutet, wenn sich jetzt Veränderungen ergeben, ein Gewerbegebiet wird neu ausgewiesen beispielsweise, dann haben wir Unternehmer darüber zu informieren, dass diese Änderungen anstehen und wir wollen mit wenigen Klicks wissen, welche Unternehmer geht das eigentlich an. Das war für uns der Haupt-Use-Case. Dann ist es auch so, dass wir Standortberatungen machen. Für manche Unternehmen ist es ganz wichtig, bei Unternehmen zu sein, die gleiche Dinge tun wie sie selber, aufgrund von Cluster-Effekten. Bei Händlern ist es genau unterschiedlich. Die möchten manchmal gerne der Platzhirsch sein. Und wenn Sie sich für Standorte interessieren oder einfach mal eine grobe Analyse haben, klar geht man irgendwann live hin und schaut sich's an, aber so erste Indizien gibt es von uns mit diesem Tool. Und gerade arbeiten wir mit
Team 23, vielleicht kennt ihr jemand aus Augsburg, sind Webdesigner, an der eher wissenschaftlichen Fragestellung. Wir untersuchen, welche Standortfaktoren für Online-Shops besonders wichtig sind. Ich habe hier noch die Quellen der Vollständigkeit halber und würde dann schon dazu übergehen, das Tool mal live zu zeigen und zu präsentieren. Und ich habe ein paar Daten mitgebracht. Also das ist die ganz normale Oberfläche, wie man sie kennt. Das brauche ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Was ihr hier wieder kennt, das ist die Vektorfunktionalität und die Rasterfunktionalität, wie ich vorher sagte. Und in der Version 3, die im Moment online ist, sind diese Dinge schon zusammengefasst. Also er erkennt dann anhand des Datentyps, welche Datei ich gerne reinladen möchte. Was jetzt unsere Aufgabe ist, ich habe hier drin ein ZIP-File und ich habe hier ein Excel-File. Wir wollten zeigen, oder das Beispiel war mal ein folgendes: Wir hatten einen Online-Shop, der sich bei uns beraten hat lassen und der hat uns auch seine Daten zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, obwohl wir ein Online-Shop sind und eigentlich deutschlandweit verkaufen möchten, es gibt so eine Grenze in Deutschland, darüber hinaus verkaufen wir irgendwie nicht mehr. Und der Chef will jetzt unbedingt so eine Analyse haben, bis wohin, wo ist für uns die magische Grenze. Es ist ja auch so, dass Google ja regionale Ergebnisse bevorzugt. Und dann haben wir das einfach mal verschnitten miteinander. Wir haben hier in dieser Datei Postleitzahlen drin und wir haben hier eine Spalte D, die steht für das Thema Absatz. Das heißt, wir haben einfach dummyhaft mal die Anzahl der verkauften Produkte reingeschrieben, obwohl es natürlich Dummy-Zahlen sind. Jetzt muss ich schnell schauen, wie ich das hinkriege, dass ich es sehen kann und dass ihr es sehen könnt. Ich will in meine Oberfläche hinein erstmal die Karte bringen. Sieht jemand die Maus, wo sie ist? Nein, doch, hier ist sie, ne? Okay. Also, das funktioniert folgendermaßen. Wir gehen hier auf diesen Button, dann öffnet sich ein Fenster, allerdings auch nur bei mir an der Stelle. Und da werde ich jetzt mal schnell mir die Datei hersuchen. Wir suchen immer nach sogenannten SHP-Files. SHP steht für Shape und da ist die eigentliche Geometrie drin, die ich an der Stelle suche. Jetzt müsste sich hoffentlich hinter mir die Karte öffnen. Jawohl, wir haben sie drin. Das ist das Bundesgebiet von Deutschland mit Postleitzahlen, randomisiert, jetzt eine Farbe zugewiesen. Und wir können hier an der Stelle mal uns darüber Gedanken machen, welche Karteneinheiten gibt es eigentlich. Die größte Einteilung, die wir haben, sind... Entschuldigung, du hast eine Frage? Ja, nur eine Frage, wo kommt die Karte jetzt her, die Sie im Programm hinterlegt? Muss ich mir die irgendwann reinladen oder gibt es verschiedene Basiskarten? Ja, also Basiskarten stellt das Bundesamt für Geodäsie und Kartografie zur Verfügung. Da gibt es die alle umsonst und auch diese Karte mit den Postleitzahlen ist unter der Open Source Lizenz veröffentlicht. Genau. Und jetzt ist die Geschichte in QGIS, die wir machen möchten, einfach die, dass wir noch eine Datei hineinladen mit diesem Absatz und dann so eine Art S-Verweis ausführen, der uns dann am Schluss zeigt, wo wir an der Stelle viel Absatz haben, wo wir wenig Absatz haben. Das machen wir ganz genau so. Wir gehen hier rein, suchen uns, das könnt ihr jetzt leider nicht sehen an der Stelle, suchen uns an der Stelle den richtigen Pfad aus. Hier kommt meine Absatzzahl jetzt in XLS. Er kann das verarbeiten, das ist wunderbar. Und was vielleicht auch noch interessant ist, jede Information in QGIS hat immer die kartografische Darstellung und hat an der Stelle natürlich die sogenannte Attributtabelle. Das heißt, wenn ich beispielsweise hier drauf geklickt habe und klicke dann auf die Attributtabelle, dann kriege ich eine kartografische Darstellung. Jetzt leider auch nur auf meinem Screen. Ich schiebe es mal nach rechts, hier kommt es rein. So sieht es dann quasi aus. Würde ich eines anklicken, ich könnte mir alle Dresdner PLZs beispielsweise anklicken, könnte sie auf einen Schlag löschen, hätte ich kein Dresden mehr in meiner Karte drin, wenn ich das denn will. Aber das ist jetzt im Moment nicht unsere Aufgabe. Wir möchten jetzt einfach diesen Verschnitt herführen, dieser beiden Daten. Funktioniert folgendermaßen. Wir machen hierauf einen Doppelklick. Ich habe ein Fenster, das ich, so langsam komme ich irgendwie klar, ich schiebe es jetzt nach rechts hinüber, dann müsstet ihr es auch sehen, genau. Ich habe hier
erstmal den Stil. Da kann ich sagen, wie soll diese Karte aussehen, und ich habe hier unten die Möglichkeit, Verknüpfungen herzustellen. Das heißt, ich klicke auf diese Verknüpfung, drücke das Pluszeichen und er erkennt automatisch, es ist nur eine Tabelle da. In dieser Tabelle sind die Ziffern einmal als Text eingetragen und einmal als numerischen Code. Liegt daran, weil es viele PLZs gibt, die mit einer 0 beginnen und das natürlich nicht erkannt werden kann. Dann machen wir Folgendes. Ich stelle das jetzt hier kurz um. Sprich, wir finden zwei Spalten, die übereinstimmend sind. Die gibt es einmal in meiner Karte und die gibt es einmal in dem Excel-File, damit die identisch sind. Und ich sage jetzt, ich möchte, dass du mir den Absatz von dem einen in das andere überträgst, wenn die Ziffernfolge gleich ist. Ich kann hier unten noch eigene Namen hinzufügen, aber da wird mir der Feldname dann eigentlich ein bisschen zu lang. Ich mache das jetzt an der Stelle mal weg und bin guter Dinge, wenn ich hier drauf drücke und anwenden sage. Ja, es sieht ganz gut aus. Wir haben ein Häkchen bekommen, dass diese Absatzzahlen jetzt in die Attributtabelle reingeschrieben sind. Das werden wir jetzt mal schnell checken. Wir sind immer noch in dem Layer, gehen hier drauf und sehen, Absatz scheint drin zu sein. Wunderbar. In Dresden haben wir uns nicht so gut geschlagen, da haben wir nichts verkauft, aber es sind Zellen hier drin und man kann das relativ schnell ja auch hier sortieren. Wenn ich hier drauf klicke, ich kann immer alles alphabetisch sortieren. Jetzt geht es noch darum, quasi die Darstellung zu verbessern. Ich weiß, die Werte sind drin. Das heißt, ich mache wieder einen Doppelklick auf diese Fläche, gehe auf den Stil und sage, ich will kein Einzelsymbol haben für jeden PLZ-Kreis, sondern ich möchte einfach eine abgestufte Darstellung. Ich möchte 5 Klassen, muss ihm noch sagen, welche Spalte er nehmen soll, den Absatz kann ich jetzt auswählen an der Stelle und ich kann sagen, wie die Intervalle sein sollen. Das ist jetzt für diesen Moment, ist es in Ordnung, sage dann klassifizieren. Er macht mir diese Werte, ich könnte das jetzt auch noch verändern. Ich kann sagen, okay, da sind jetzt die drin bis 25, er passt es dann dynamisch an. Ich kann auch, da gibt es grafische Möglichkeiten, wie soll die Verteilung am Schluss aussehen und gehe am Schluss im Grunde auf OK. Und er rechnet es neu und ich sehe, dass mein Online-Shop hier ganz gut zu funktionieren scheint im Süden, aber das ist irgendwie für den Rest von Deutschland. Ja, die kaufen halt irgendwo anders, sage ich es einfach mal so. Genau. Tut mir leid, ich habe das noch nie gemacht mit dieser Präsentiererei jetzt von dem Laptop aus, insofern war es vielleicht ein bisschen hakelig, aber es war vielleicht ein kurzes Beispiel, was sich damit machen lässt. Ich will damit sagen, wer Lust hat darauf, es gibt sehr viele Quellen. Ich habe auch ein Tutorial dabei, wo hinten Quellen dabei sind. Ich verteile nachher gerne meine Visitenkarten, dann schicke ich euch das umgehend zu, wenn ihr euch dafür interessiert und damit starten wollt. Genau. Dann sage ich schon mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen, sofern ich die... Wir sind ja, glaube ich, gut in der Zeit, aber ich will euch ja auch nicht vom Feierabend abhalten und vom schönen Wetter, aber was darf ich beantworten? Die Präsentation, können wir die auf die Luga-Seite setzen? Ja, selbstverständlich. Ja, klar. Sonst noch? Ah, du hast eine. Genau. Ja, also wir haben, das läuft bei uns ja so, wir sind auch öffentlicher Auftraggeber. Das heißt, wir müssen eine Leistungsbeschreibung machen dessen, was wir wollen, und dann suchen wir uns am Markt eine Lösung. Und dann hatte sich damals ein Softwarehaus aus München durchgesetzt, hat uns angeboten, ArcGIS zu nehmen und hat uns den Support angeboten. Und die Zahl, die unten rechts stand, da sind wir einfach vom Geld so aus dem Leim gegangen, das hätten wir nie durchgebracht. Und dann waren wir selber gefordert, also wir hatten ein Maximalbudget und es war, glaube ich, allein die Software ohne das Coaching der Leute war, glaube ich, doppelt so hoch wie das, was wir hatten. Weil wir dachten, wir würden es auch vielleicht billiger kriegen, hat sich dann anders herauskristallisiert und ja, dann haben wir einfach Vorschläge gesucht. Dann gab es zwei Fraktionen. Ich war eher ein QGIS-Fan, die anderen haben so ein anderes benutzen wollen und dann, das war ein bisschen die hakelige Abstimmung, was nehmen wir jetzt an der Stelle, wir mussten uns auf eins committen. Aber was mir ein bisschen in die Karten gespielt hat, war die Geschichte, dass sich QGIS so dynamisch entwickelt hat. Also von der Beginn der Diskussion sind wir von 1.7 auf 2.1 und alles, wo die sagten, oh, da ist aber QGIS schlecht, war dann in 2.1 schon verwirklicht. Und insofern war dann irgendwann die Entscheidung klar und es war nicht einfach, hat ein bisschen Zeit gekostet, aber ich bin heute super froh, dass wir es machen. Wir haben es
allein auf 20 Rechnern von etwa 200 bei uns im Einsatz und auch zu Routenoptimierung beispielsweise. Weil wir sind zuständig für ganz Schwaben, wir haben eine Nord-Süd-Ausdehnung von 200 Kilometern. Ich will einfach, wenn die Leute auch aus meinem Team unterwegs sind, dass die ihre Routen optimal planen. Ja. Also wenn jemand nach Lindau fährt und wieder zurück, da ist der halbe Tag um, ja, dann muss ich halt irgendwie meine Termine besser hinkriegen. Da gibt es tolle Tools für. Das ist dann das OSM-Routing und insofern, es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten. Nicht jeder tut sich gleich leicht, das mag ich auch sagen. Gerade mit Shape-Dateien, wenn man die speichert, dann ist ja nicht nur die Shape-Datei da, die quasi die Geometrie ist. Du hast ja die Projektion, du hast die Daten irgendwo im Hintergrund als DBF. Und wenn Leute eines oder zwei löschen oder in ein anderes Verzeichnis ziehen, plötzlich funktioniert nichts mehr. Es ist nicht so ganz einfach, das zu coachen, aber ich glaube, hier in eurem Kreis ist es mit Sicherheit für keinen ein Problem, sich in dem Tool zurechtzufinden. Du hast auch ist es jetzt für IHK Schwaben spezifisch oder gibt es das jetzt zum Beispiel in ganz Bayern oder auch in anderen IHKs? Ja, also es läuft in ganz Bayern und die Kammer in Hamburg zum Beispiel, die war früher nicht so richtig, ja, sagen wir mal, die wussten nicht, wo sie quasi sich, die wollten was ganz Eigenes probieren. Das war der ihren Ding, die wollten sich eins programmieren lassen. Und auch die Zahl war so exorbitant astronomisch hoch, dass sie jetzt dieses Tool dann auch einsetzen werden. Also es hat sich so ein bisschen durchgesetzt und ist ein tolles Beispiel. Ja. Gebt ihr dann an das Projekt auch was zurück? Also kommt ja auch Entwicklungen oder Plugins von euch? Es gibt zwei Plugins, die wir uns programmieren haben lassen, die wären aber quasi jetzt für den Anwender wertlos, weil die Firmendaten, die wir haben, die sind mit hohen Datenschutzregularien besetzt, also das wäre quasi wertlos, aber was wir machen wollen würden, ich habe mich mal dafür eingesetzt, dass wir so eine kleine Entwicklerkonferenz bei uns mal im Haus durchführen können. Genau. Und die haben dann gesagt, sie haben so viele Anfragen im Moment, also Angebote, wo sie sein können. Sie sind sehr dankbar dafür und sie kommen gerne darauf zurück. Unser Problem ist das, dass wir als Körperschaft des öffentlichen Rechts kein Geld spenden dürfen. So, das ist uns juristisch untersagt, aber ansonsten das, was wir für ArcGIS gezahlt hätten, ich wäre super gerne bereit gewesen, 10.000, 15.000 Euro an die Community zu spenden, weil die echt einen super Job machen. Aber es ist uns halt rechtlich nicht möglich gewesen. Durch Veranstaltungen oder Host zu sein für solche Dinge, da können wir natürlich schon unterstützen. Ja. Den Mitgliedsbeitrag senken und ich spende dann die Differenz. Ja, okay. Seit wann setzt du das ein? Das sind jetzt ziemlich genau 4 Jahre. Ja. Und wo sitzt die Entwicklung? Wo sitzen die? Also die Community auf der ganzen Welt, so, okay. wer sich am meisten verdient macht, ist, die kann ich auch sehr empfehlen, die heißt Anita Graser, die kommt aus Wien und die ist wirklich Wahnsinn, was die für Dinge macht. Die hat einen eigenen Blog, die hat jeden dritten Tag quasi ein neues Projekt fertig, total abgefahrene Sachen, da muss man überhaupt erstmal auf die Idee kommen. Aber die macht eben auch viel in diesem Open-Data-Bereich. Also die beraten, glaube ich, die Stadt Wien in all dem, was sie tut, richtig, richtig gut. Und auch von Seiten der Hochschule. Ja. Wie ist der Name bitte nochmal? Anita Graser heißt die. Graser. Mhm. Interessant. Das ist dann nur diesen kleinen oder gibt es da eine programmierte Schritte irgendwie? Schön, das machen wir. Ist das nur diesen kleinen Programm oder gibt es da eine programmierte Schritte? Python ist die Stelle. Man kann da zum Beispiel solche Dinge berechnen, das habe ich mal gebraucht. Jetzt nicht auf Ebene der Postleitzahlen, aber es gibt ja ungefähr 400 Landkreise in Deutschland. Ich habe eine Tabelle gebraucht, wo ein Landkreis drinsteht und in der nächsten Spalte quasi in Textform der Name aller umgebenden Landkreise. So. Und da muss man erstmal anfangen. Aber ich habe ein Skript gefunden, das ähnliche Fragestellungen thematisiert, ist mir wirklich gelungen, obwohl ich ein absoluter Neuling war, das so umzuschreiben, dass es funktioniert hat. Und da freut man sich natürlich wie ein kleines Kind, wenn sowas funktioniert, weil ja, da gibt es glaube ich schon ein paar Geister, die sich da hinsetzen würden und sagen, okay, dann nehme ich halt den Dirke Weltatlas und schreibe es ab oder so. Aber dass es solche Möglichkeiten gibt, das ist Wahnsinn. Also war richtig gut. Sonst noch Fragen für euch?
Nochmal ein Hinweis auf die Datenquellen, wie zum Beispiel Deutschlandkarte, Bayernkarte, quasi Regierungsbezirk Schwaben. Ja. Wo kriegt man die her? Genau. Also, dieses Datenset der Postleitzahlen, das, wenn du bei Google Shelp eingibst und PLZ, dann wirst du den Link finden. Die Deutsche Post hat irgendwann mal irgendwem, und da weiß ich nicht ganz genau, wie das gelaufen ist, diesen Datensatz zur Verfügung gestellt, oder er hat ihn gekauft und er hat ihn dann unter Open Source veröffentlicht. Aber dieses ganz normale Open Source Logo und so weiter ist auch dran. Das sieht auch aus wie die Wikipedia-Seite. Das kriegst du, das ist wunderbar. Ich glaube, dass das ein super Tool ist, auch zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf welche Ebene würdest du dich bewegen? Würdest du es für den Freizeitbereich brauchen oder möchtest du... Zum Beispiel im Businessbereich besuchte Orte in Deutschland, aber auch vielleicht im angrenzenden Ausland. Okay. Als Idee jetzt konkret, ja. Aber ich meine, richtig. Jeder hat eine andere Idee. Ja. Also vielleicht ist hier eine Kreide, da kann ich das mal zeigen. Wenn du googelst nach GADM, ist es glaube ich .org. Steht für Global Administrative Boundaries, dann findest du solche Shape-Dateien für jedes Land der Erde. Und das auch, das haben wirklich Leute nachgezeichnet, in einer ganz feinen Differenzierung auch. Also zum Beispiel für die USA, nicht nur die Bundesstaaten Kalifornien, sondern da gibt es ja noch drei Ebenen darunter. Da kannst du das alles runterladen. Du kriegst alles in der WGS-84-Projektion. Die hat Vor- und Nachteile. Das ist die man kennt, wenn man in Koordinaten ist. Also Augsburg befindet sich ja ungefähr 48 Grad Nord und 11 Grad Ost. Das ist die hier. Das Problem ist, die hat so ihre Schwächen darin, Distanzen zu messen. Also da wirst du dann andere brauchen, aber es ist, wie gesagt, im TUGIS absolut kein Problem, von der einen in die andere Projektion zu wechseln. Es sieht ein bisschen verzerrt aus, das siehst du auch hier. Das ist schon wichtig. Aber die Wetterkarte im deutschen Fernsehen, wenn du ein Wetterbericht siehst, da sieht die Karte ein bisschen schöner aus. Also es gibt Projektionen, die für die Darstellung von Deutschland optimaler sind. Da würde ich dir Gauss-Krüger 4 empfehlen für Deutschland. Und da kannst du auch perfekt metrisch messen. Also das ist ein wichtiger Link, weil du gefragt hast. Und ich habe auch nachher, wenn du einen Stick da hast, ich ziehe dir gerne ein PDF rüber, wo du ganz viele Datenquellen findest. Das Bundesamt für Geodäsie und Kartografie, wie gesagt, macht ganz viel für Deutschland. Und dann, was auch noch ein guter Link ist, ist, Bayern hat ein Open Data Portal. Das ist dann Open Data Bayern. Alle Radwege beispielsweise, die es gibt in Bayern, die man gut befahren kann, sind ist da. Ist das eine Website? Wie ist die dann? Opendata.bayern oder eine? Geodaten.bayern.de. Okay. Das ist ein .dv.bayern. Opendata. Opendata, ja. Das reicht auch nicht. Mhm. Also wir haben jeden beschilderten Wanderweg und Radweg ist erfasst. Okay. Vielen Dank. Gerne. Gibt es sonst noch Fragen? Ich denke nicht. Insofern danke für die Aufmerksamkeit und schönen Feierabend.